Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer. Es geht in diesem Video um Wildverbiss im Nationalpark Harz. Ich zeige Ihnen nachher schockierende Bilder, skandalöse Bilder aus dem Nationalpark Harz, die zeigen, dass dort die Buchen total verbissen werden von den Hirschen, von denen es viel zu viele im Nationalpark gibt. Es geht also um Wildverbiss und wer weiß, was Wildverbiss ist, der kann jetzt ein bisschen vorspulen und gleich sich das Video aus dem Nationalpark anschauen. Wer da aber nicht so sicher ist, was Wildverbiss ist, und das wird mich gar nicht wundern, weil es relativ wenig im Fernsehen oder in der Tageszeitung zu sehen ist und deswegen, weil viele nicht wissen, was Wildverbiss ist, deswegen zeige ich Ihnen das zunächst mal und ich stehe hier vor jungen, vitalen Buchen, die hier nicht wie im Nationalpark Harz, da werden sie gepflanzt, aber hier sind sie aus natürlicher Verjüngung hervorgegangen. Das heißt, hier sind Bucheckern von den Mutterbäumen runtergefallen und die Bucheckern sind dann gekeimt und aus diesen kleinen Bucheckern sind also diese schönen, jungen Buchen geworden. So, was machen Hirsche damit? Ich zeig's Ihnen. So ein Hirsch würde jetzt hier, wird er das abknicken, ja? Und dann wird er die Blätter fressen. Oder er frisst die Blätter hier von diesem Seitenzweig. Schnapp, 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 schnapp. Und von dieser großen Buche würde hier so ein kleines Teil übrig bleiben. Ähnlich wie bei so einem kleinen Busch in einer Hecke. Ja, das macht man ja manchmal mit Buchen. Also hier, der Hirsch ist quasi so eine natürliche Heckenschere für die Buche. Wenn ich das hier machen würde, oder wenn ich das gerade gemacht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich ein Bußgeld gekriegt, weil ich bin ja im Naturschutzgebiet und da kann man nicht so als Vandale auftreten und hier die Buchen kaputt machen. Wenn ich ein Reh wäre oder ein Hirsch, dann könnte ich das machen. Im Nationalpark werden viel zu wenig Hirsche geschossen und das Ergebnis, das zeige ich Ihnen jetzt in dem Video aus dem Nationalpark Harz. Wo habe ich die Filmaufnahmen gemacht? Nun, Sie sehen hier oben rechts den Zipfel von der schönen Stadt Ilsenburg, die liegt am Rand des Nationalparks. Und in Ilsenburg, da können Sie parken. Hier ist der Wanderparkplatz. Und da kann man das Auto abstellen. Und dann geht man ins Ilsetal, also das Tal vom Flüsschen Ilse. Und man geht also hier vorbei. Und das ist gut ausgeschildert, das ist der Heinrich-Heine-Weg. Der geht zum Brocken. Und normalerweise würde man also hier jetzt zum Brocken abbiegen, hier an den Ilse-Wasserfällen. Da ist immer viel Jubel, Trubel, Heiterkeit hier auf diesem Weg entlang der Ilse. Aber Sie gehen nicht hier zu den Ilsefällen, Sie gehen geradeaus weiter. Und dann geht es hier ins Sandtal rein, hier an dieser Stelle, rechts abbiegen ins Sandtal. Und Sie sehen hier schon an diesem Überfliegungsbild von Google Maps, da ist vieles hellgrün. Diese Flächen hier, nicht? Da ist kein Wald mehr. Das ist nämlich kahlgeschlagen worden nach 2007, nach Kyrill. Und man hat also hier große Flächen kahlgeschlagen, nicht? Hier, da, nicht? Überall kahlgeschlagen. Und zwar, weil man damals den Borkenkäfer bekämpfen wollte. Damals glaubte man noch, man wird dem Borkenkäfer her. Man kriegt das in den Griff. Kein Problem und so, Borkenkäfer, haha, haben wir alles. Und heutzutage... Das hier ist jetzt auch nicht mehr grün, das ist alles abgestorben. Alles abgestorben hier, sämtliche Fichten, alle abgestorben. Aber darum geht es jetzt nicht in dem Video. Es geht hier um diese Fläche. Diese Fläche, da sind die Buchen gepflanzt worden und die sind heute alle von den Hirschen verbissen. Die sind alle kaputt gebissen worden. Und das zeige ich Ihnen jetzt, wie das hier auf diesem Kahlschlag aussieht. Sie sehen jetzt den Kahlschlag
im Sandtal, auf dem man Buchen gepflanzt hat. Die Buchen, die können Sie jetzt hier noch gar nicht sehen. Die sind höchstens 1 Meter groß und ganz schmal und deswegen sind sie so gar nicht zu sehen. Man muss sie suchen. Was Sie gut sehen können, hier im Vordergrund ein großes Farnfeld und im Hintergrund Birken. Ein paar Birken haben sich hier angesammelt und die wachsen dort im Hintergrund. Sie sehen auch eine ganz große Mutterbuche, die hat aber keinen Einfluss hier gehabt. Und jetzt blende ich Ihnen eine der gepflanzten Buchen ein. Sie sehen ganz schmal, keine großen Seitenzweige und der Haupttrieb wurde immer wieder verbissen und dann gabelt sich die Buche und versucht mit Seitenzweigen das Elend zu kompensieren. Sie sehen vor allen Dingen hier Reitgras im Vordergrund, Gras, Gras, Gras und dann vereinzelt einige der gepflanzten Buchen. Sie sehen, die Birken im Hintergrund sind viel, viel größer. Und die Buchen wären auch schon viel größer, wenn sie nicht immer in der Spitze verbissen worden wären. Baumstümpfe sind gut zu sehen und Fichten. Fichten, Fichten, Fichten. Auch hier wieder eine stark verbissene junge Buche. Und Sie sehen diesen kaputten Haupttrieb, wo die Buche immer wieder verzweifelt versucht, mit Seitenzweigen weiterzuwachsen. Wieder ein Blick auf den westlichen Teil des Kahlschlags, im Hintergrund die vielen, vielen abgestorbenen Fichten und hier vorne wachsen wieder neue Fichten. Förster sprechen da von Verfichtung. Also das, was abgestorben ist und was da gar nicht wachsen soll, das wächst da wieder. Viele kleine Fichten und die werden von den Hirschen verschmäht. Wieder eine der verbissenen Buchen. Sie versucht hier mit mehreren Trieben das zu kompensieren, dass ihr Haupttrieb verbissen worden ist. Aber in die Höhe kommt sie nicht. Sie schafft es nicht, wie die Förster so schön sagen, dem Äser zu entwachsen. Sie entkommt dem Äser, also dem Rothirsch, nicht. Hier vorne rechts im Vordergrund eine große Birke. Sie sehen, wie groß die Bäume innerhalb von nur 15 Jahren wachsen können. Im Hintergrund finden Sie viele Bäume, vor allen Dingen Birken, die wachsen dahinter Zaun. Der Zaun ist hier schlecht zu sehen, aber da ist ein stabiler Drahtzaun. Wieder eine Großaufnahme einer dieser vielen gepflanzten, verbissenen Buchen, die einfach nicht höher wachsen können. Hier sieht man mehrere der verbissenen Buchen, der kleinen Buchen zwischen all diesen Baumstümpfen, wo mal große Fichten standen. Jetzt wachsen da wieder kleine Fichten. Tja, und so sieht eine verbissene Buche aus. Wir sehen hier der Haupttrieb, der ist abgebissen worden und 3 Seitenzweige versuchen das zu kompensieren. Eine der Fichten im Vordergrund, im Hintergrund die Fichtenbestände, die man damals vor dem Borkenkäfer schützen wollte, was nicht geklappt hat. Die Fichten sind heute alle abgestorben da. Das ist natürlich schlimm. Hier vorne im Vordergrund wieder die vielen Fichten. Eine der verbissenen Buchen. Sie sehen immer so säulenförmig, weil die Seitenzweige keine Chance haben, in die Breite zu wachsen. Und hier in der Aufnahme der verbissene Haupttrieb. Ein Schwenk über den westlichen Teil. Sie sehen die großen Fichtenbestände, die man damals vor dem Borkenkäfer schützen wollte, heute alle abgestorben. Wenn Buchen schreien könnten, dann müssten sie sich hier die Ohren zuhalten. Eine Aufnahme des östlichen Kahlschlags. Sie sehen einige der Birken, die dort wachsen. Eigentlich auch viel zu wenig. Normalerweise wachsen Birken viel, viel dichter, weil es so viele Samen gibt von diesen Birken. Ja,
Buchenjammergestalten. Also jedem Förster, der das sieht, blutet das Herz. Da hat man sich die Mühe gemacht, die jungen Buchen gekauft, gepflanzt. Das ist alles nicht einfach, das ist mit viel Arbeit verbunden und dann ist das Ergebnis. Da oben können Sie jetzt einen Pfahl von einem Zaun sehen oder noch einen. Hinter dem Zaun, da wachsen die Bäume natürlich viel, viel besser, weil der Rothirsch da nicht hinkommt. Und wo er hinkommt, da sieht es dann so aus. Das sind Bonsai-Buchen. Ja. Krüppel. Völlig verbissen, kaputt gebissen, kurz und klein gebissen. Jetzt ein Blick nach unten und Sie sehen unten im Tal, da wachsen schon wieder viele junge Fichten. Aber Fichten möchte man ja eigentlich gar nicht haben. Man möchte ja einen Buchenwald haben, einen Mischwald haben und keine Fichtenforste wieder wie früher. Jetzt sehen Sie auch nochmal schön im Vordergrund das Reitgras. Es gibt einen Spruch von Förstern, Gras, Maus, aus. In dem hohen Gras haben Mäuse eine wunderbare Deckung vor den Greifvögeln von oben und die Mäuse, die knabbern unten die Buchen an. Das ist natürlich auch nicht gut. So, meine Damen und Herren, Wildverbiss. Ein paar Informationen zum Schluss. Es wird in den nächsten Wochen noch mehrere von diesen Videos geben, die ich im Nationalpark Harz gedreht habe, weil das Video aus dem Sandtal, was Sie jetzt gerade gesehen haben, das ist nun weiß Gott kein Einzelfall, sondern Sie können überall im Nationalpark, im Westen, im Osten, im Norden, im Süden, überall sehen Sie solche Bilder. Junge Buchen werden alle verbissen, 100%. Das, was da gepflanzt wird, das wird den Hirschen zum Fraß vorgeworfen. Das hört sich dramatisch an, das ist auch dramatisch, aber das ist so. Also es wird in den nächsten Wochen noch ein paar mehr solcher schockierender Videos geben. Das ist das eine. Das zweite, das kostet alles. Also ein, zwei Tage im Nationalpark Harz, da sind sie schnell 200, 300 Euro los. Anfahrt, Pensionskosten und so weiter. Das ist nicht ganz billig. Und wenn Sie meine Arbeit unterstützen wollen, dann werden Sie ganz einfach Mitglied auf meiner Webseite. Auf meiner Webseite finden Sie sowieso ganz viele noch wichtige Informationen, Hintergrundinformationen, die ich recherchiert habe. Unter anderem eben auch zum Nationalpark Harz, aber auch zu anderen Nationalparks, wo es ähnliche Probleme gibt. Also einfach auf meine Webseite gehen, franzjosefadrian.com, und da können Sie Mitglied werden, wenn Sie meine Arbeit unterstützen wollen. Übrigens, dann könnte ich mir auch so ein drahtloses Mikrofon kaufen, was man normalerweise hat. Da müsste ich nicht mit diesem Ding hier rumlaufen. Wird ein bisschen professioneller aussehen, aber es geht auch so. Also meine Webseite, franzjosefadrian.com. Dankeschön für Ihr Interesse und für Ihr Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.